Meine drei größten Fehlkäufe auf der Nintendo Switch. Auf Platz 3 Mario 3D All-Stars. Ich muss einfach sagen, die Collection war retrospektiv nicht wirklich gut. Ich habe sie mainly eigentlich nur gekauft, weil ich Angst vor der Zeitbegrenzung hatte. Auf Platz 2 Ring Fit Adventure. Bei Ring Fit Adventure hatte ich mir eigentlich eine neue, coole Erfahrung erhofft und an sich hat das Spiel auch dahingehend nichts falsch gemacht. Aber ja, es macht dann doch nicht so viel Spaß dafür, dass man halt buchstäblich Sport treiben muss beim Spielen. Leider auf Platz 3 Mario Strikers Battle League Football. Bei Mario Strikers finde ich es einfach super schade, weil ich hatte mich bei der Ankündigung extrem auf das Spiel gefreut und ich finde es jetzt einfach super enttäuschend. Der Content fehlt komplett. Was waren eure größten Fehlkäufe auf der Switch?